Die Ferien sind vorbei. Er sitzt am Klavier, allein zu Hause, die Partitur vor sich, die Zigarette zwischen den Lippen und immer tadellos gekämmt. Seine linke greift einen Akkord, die rechte, zwischen deren Zeige- und Mittelfinger er einen metallenen Drehbleistift hält, notiert in der Partitur, was die linke eben produziert hat. Dann isst er, am Klapptisch vor der Wand sitzend, wie immer, wenn er allein ist. Während er sein Fleisch zerkaut, produziert sein Gebiss ein in dem engen Zimmer hallendes Geräusch, wie von Kastagnetten oder wie von einem Maschinengewehr. Beim Essen denkt er darüber nach, was er da gerade macht. Er hat immer schon Automaten und Maschinen gemocht, hat gern Fabriken besucht oder Industrielandschaften bereist, zum Beispiel in Belgien und im Rheinland. Bei Einbruch der Nacht sind wir zu den Fabriken hinabgestiegen. Wie soll ich den Eindruck dieser Schlösser aus flüssigem Metall beschreiben, dieser weißglühenden Kathedralen, der herrlichen Symphonien aus treibrinen Pfeifen und gewaltigen Hammerschlägen, die einen einhüllt? Wie musikalisch das alles ist. Und ich habe auch ernsthaft vor, etwas daraus zu machen. Jedenfalls gibt es an der Straße nach Le Vésinet eine Fabrik, die Ravel derzeit gerne ansieht. Sie inspiriert ihn. Genau. Die Komposition, an der er gerade sitzt, hat etwas von Fließbandarbeit. Fließband und Wiederholungen. Das Stück ist im Oktober fertig, nach einmonatiger Arbeit, nur von einer herrlichen Erkältung unterbrochen. Er weiß sehr gut, was er da gemacht hat. Es hat keine Form im eigentlichen Sinne. Es kommt ohne Entwicklung und ohne Modulationen aus, besteht aus nichts als Rhythmus und Arrangement. Kurz, eine Sache, die sich selbst zerstört, eine Partitur ohne Musik, eine Orchesterfabrik ohne Thema, ein Selbstmord mittels reiner Klangvermehrung, eine bis zum Überdruss wiederholte Phrase, eine hoffnungslose Sache, von der man nichts zu erwarten hat. Das ist wenigstens mal, sagt er, ein Stück, das die Sonntagsorchester nicht auf ihre Programme zu setzen wagen. Aber all das ist unwichtig. Es soll ja bloß vertanzt werden. Nach Beendigung der Arbeit an dem Stück kommt er eines Tages mit seinem Bruder in Le Vésinet vorbei. Schau mal, gleich hinter der Brücke taucht am Horizont eine einzigartige und herrliche Fabrik auf. Das ist die Fabrik vom Bolero. Dann kommt aber alles ganz anders. Als der Bolero zum ersten Mal getanzt aufgeführt wird, sorgt er für ein wenig Verwirrung, aber es läuft. Richtig läuft es aber erst hinterher im Konzert. Da läuft es großartig. Diese hoffnungslose Sache erlebt einen Triumph, der alle erstaunt, angefangen beim Komponisten. Zwar schreit nach einer der ersten Aufführungen eine alte Dame im Publikum Zeter und Mordio, aber Ravel nickt dazu. Wenigstens mal eine, die es begriffen hat, sagt er zu seinem Bruder. Der Erfolg könnte ihn schier beunruhigen, dass ein derart pessimistisches Projekt derart beliebt wird, ja geradezu Weltruhm erlangt, das kann einen schon dazu bringen, sich Fragen zu stellen. Doch obwohl er es mit ein wenig Herablassung bedenkt, ein Experiment in einer sehr speziellen und begrenzten Richtung. Sollte man dieses Stück nicht allzu leicht nehmen, als Toscanini es nach seiner Manier dirigiert, zweimal zu schnell und dann noch accelerando, sucht Ravel ihn nach dem Konzert mit kalter Miene auf. Er weist ihn zurecht, das ist nicht mein Tempo. Toscanini beugt sich zu ihm herab. Wenn ich das in Ihrem Tempo spiele, sagt er, hat es keinerlei Wirkung. Gut, entgegnet Ravel, dann spielen Sie es eben nicht mehr. Jetzt hat er also dieses kleine Ding in C-Dur fertig, da ruft man ihn nach Oxford. Von der Universität Oxford zum Doktor honoris causa ernannt zu werden, mit der Aussicht auf eine Rede in Latein, sowas lehnt man nicht ab. Außerdem bietet es den Vorwand für eine kleine Reise nach Spanien, um sich wieder zu erholen. Seine über alles geliebte Mutter war baskischen Ursprungs. Als er noch ein Baby war, sang sie ihn immer mit baskischen und spanischen Liedern in den Schlaf. Als er in die Madrider Botschaft geladen seine Sonatin spielen will, springt er nach der Exposition direkt in die Coda des Finales. Den Menuettsatz lässt er aus. Man kann von diesem Vorfall halten, was man will.
Man kann an eine Erinnerungslücke glauben. Man kann annehmen, dass es ihn anödet, ewig immer wieder diese über 20 Jahre alte Sache zu spielen. Man kann sich auch vorstellen, dass er den Auftritt vor einer allzu unaufmerksamen Zuhörerschaft abkürzen will. Aber man kann auch der Ansicht sein, dass zum ersten Mal vor Publikum etwas verkehrt läuft.